Willkommen bei Return to Monkey Island, dem dritten Teil der Monkey Island Saga, oder zumindest dem offiziellen dritten Teil, weil die Teile, die dazwischen gekommen sind, nicht von den Originalherstellern gewesen ist. Und ich freue mich schon riesig auf dieses Spiel. Ja, ich habe es ja versprochen, wenn Forever Skies erstmal vorbei ist, weil der Content zu Ende ist, starten wir mit Return to Monkey Island und Intro und dann das Sammelalbum erstmal. Hey, willst du mein mächtiges Piratenalbum sehen? Es ist voll mit meinen Abenteuern. Schon als Kind wollte ich ein mächtiger Pirat sein. Das bin ich, Guybrush Threepwood. Das bin ich, Guybrush Threepwood. Früher wurde man Pirat, indem man 3 Prüfungen absolvierte, um seinen Wert zu beweisen. Die Piratenanführer waren für die 3 Prüfungen verantwortlich und fungierten als Richter, Geschworene, Henker und passionierte Grogverkoster. Die Schatzsuche ist für jeden Piraten wichtig. Da lernte ich Elaine kennen, die Liebe meines Lebens. Sie war zu der Zeit Gouverneurin. Die Beherrschung des Schwertkampfes war mehr eine Frage des Verstandes als der Geschicklichkeit. Bei der Diebstahlprüfung musste man in das Haus der Gouverneurin einbrechen. Die Sicherheitsmaßnahmen waren enorm. Die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung, als ich an den 3 Prüfungen arbeitete. Elaine wurde von dem ruchlosen Geisterpiraten LeChuck entführt und nach Monkey Island gebracht. LeChuck dachte, er sei in Elaine verliebt. Ich habe eine Mannschaft zusammengestellt. Carla, Otis und Mituk sind mit mir nach Monkey Island gereist, um Elaine zu retten. Mein erstes Schiff war die Sea Monkey. Ich habe sie bei Stans Gebrauchtschiff-Bazaar gekauft, mit einem Kreditbrief, den ich quasi gefälscht habe. Monkey Island war ein dampfendes, vulkanisches Geheimnis, das mit Dschungel bedeckt und auf keiner Karte zu finden war. Um Monkey Island zu finden, musste man einen speziellen Zaubertrank brauen. Ich habe ihn ein wenig abgewandelt, aber er hat uns trotzdem ans Ziel gebracht. Dort lebten einige Leute, die behaupteten, Kannibalen zu sein. Aber ich glaube, das war nur eine Show für die Touristen. Auf der Insel befand sich eine gigantische Affenkopfstatue, unter der sich Katakomben befanden. Ich traf dort einen alten Schiffbrüchigen, Herman Toothrot, der sich mit den Einheimischen viele empörte Briefe schrieb. LeChucks Geisterschiff lag in einem Lavasee vor Anker, versteckt unter der Oberfläche der Insel. Der Affenkopf öffnete sich mit einem speziellen Schlüssel, den man in sein Ohr steckte. Das war damals ziemlich eklig. Wir kehrten nach Mealy Island zurück und erlebten einen atemberaubenden Abschluss meines ersten großen Abenteuers. Ich hatte es gerade noch rechtzeitig zur Kirche geschafft, um die Hochzeit zu verhindern. Dachte ich zumindest. Es stellte sich heraus, dass Elaine bereits alles unter Kontrolle hatte. Wie macht sie das immer? Ich habe LeChuck besiegt und er ist praktisch explodiert. Es war der Beginn von etwas Magischem. Es war der Beginn von etwas Magischem. Ah, die sind aus der Zeit, als ich den Schatz von Big Whoop finden wollte. Ich habe meinen guten Freund Wally getroffen, der Karten herstellt, und ich habe sein Monokel gestohlen. Gute Zeiten. Die Karte zum Schatz war in 4 Teile zerrissen worden, was, seien wir mal ehrlich, so ziemlich das Piratigste ist, was es gibt. Das ist jetzt hier schon der zweite Teil. Die geheimnisvolle Voodoo-Lady im internationalen Markt für Mojo hat mir beigebracht, wie man eine Voodoo-Puppe herstellt, was sich mehr als einmal als nützlich erwies. Elaine scheint immer zu wissen, wann ich sie brauche. Am Ende waren es wieder nur LeChuck und ich. Er setzte Magie ein, aber andererseits tat ich das auch. Einmal wurde Elaine in eine Statue verwandelt. Natürlich steckte LeChuck dahinter. Der Kerl gibt
nie auf. Okay, das sind die inoffiziellen Spiele hier, die habe ich nie gespielt. Die Tatsache, dass er sie in eine Statue verwandelt hat, zeigt mir, dass LeChuck Elaine nicht wirklich liebt. Er sieht sie als Möbelstück an. Ich habe absichtlich einen Vulkan zum Ausbruch gebracht. Es gibt nicht viel, was ich nicht für Elaine tun würde. Ich wurde lebendig begraben. Zu dieser Zeit traf ich Murray, den angeblich allmächtigen Dämonenschädel, nach einer mitreißenden Seeschlacht. Für LeChuck ging die Sache nach hinten los, denn Elaine und ich heirateten, als alles vorbei war. Spiel, Satz und Sieg für mich. Es war ein toller Tag, auch wenn wir im Nachhinein gesehen die Scamba nicht mit dem Catering hätten beauftragen sollen. Elaine und ich für immer zusammen. Die Dolche sind ein Symbol für das Durchschneiden von Problemen, glaube ich. Das ist entweder Elaines Brautschleier oder mein Taschentuch. Wir haben sie aufeinander abgestimmt. Das ist das Gänseblümchen, auf das wir gemeinsam getrampelt sind. Hochzeitstraditionen sind seltsam. Ich habe ein tolles Haiku für die Hochzeitseinladung geschrieben. Ich weiß nicht, warum man auf einer Hochzeit kandierte Mandeln haben muss, aber anscheinend muss man das. Oh Mann, das war die verrückte Zeit, als LeChuck sich mit einem australischen Milliardär zusammentat und versuchte, Elaine mit einem mystischen Talisman zu seiner Braut zu machen. Die ultimative Beleidigung war nicht wirklich ultimativ oder überhaupt eine Beleidigung. Oder etwa doch? LeChuck und ich lieferten uns damals einen Kampf im großen Stil. LeChuck und ich lieferten uns damals einen Kampf im großen Stil. Ich bastelte ein albernes Monster aus Prothesenkörperteilen zusammen. Es hat zwar nichts gebracht, aber ich hatte Spaß dabei. Und dann war da noch das eine Mal, als ich versehentlich LeChucks Pocken auf die gesamte Karibik losließ. Zumindest schien es so. Ich musste eine Zeit lang einen Haken tragen. Der war sehr praktisch. Die Todeskarte steht normalerweise nicht für den buchstäblichen physischen Tod. Außer wenn doch. Ich stand wegen 4 verschiedener Anklagen vor Gericht und musste um mein Leben kämpfen. Ich habe mich natürlich verteidigt. Oh, hier ist die Voodoo-Puppe vom Ende meines Big Whoop-Abenteuers. Damit habe ich LeChuck besiegt. Sein Bein ging so leicht ab, wie man ein Laib Brot zerreißt. Notiz an mich selbst. Mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Okay, so viel dann zu den alten Spielen. Und jetzt starten wir mit Return to Monkey Island. Ich bin gespannt. Und damit es fürs Let's Play auch gut machbar ist, schwerer Modus, mehr Rätsel. Ich spiele es einfach mal im einfachen Modus, um die ganze Geschichte mit Spaß zu erleben. Auftakt. Eine unerwartete Geschichte beginnt. Nimm das, LeChuck! Guybrush, komm hierher! Vorsichtig! Nimm die Maske ab! Versprichst du mich dann endlich in Ruhe zu lassen? Na gut, ich verspreche es. Ich tue ja alles. Mach bloß das Bein wieder fest. Hey, ihr Kinder, ihr sollt hier nicht rein. Und was jetzt? Machen wir uns über die beiden lustig. Tun wir so, als wären sie unsere Eltern. Ja! Entschuldigt, dass wir abgehauen sind. Ihr habt euch wahrscheinlich Sorgen um Mörder und Taugenichtse gemacht. Keine Sorge, ich habe ihn gefunden. kommt schon, auf geht's. Tun wir so, als hätte ich Kräfte, die mir Blitze aus den Augen schießen lassen. Er klingt so lebensecht. Ich frage mich, ob er echt ist. Entschuldigt, Jungs, könntet ihr aufhören, uns zu verfolgen?
Das ist unheimlich. Jawohl, Sir! Komm schon, ich hab da hinten eine Scurvy-Dog-Hütte gesehen. Scurvy-Dogs? So einen habe ich noch nie gegessen. Was? Du musst unbedingt einen probieren. Es ist das Beste, was du je in deinem Leben essen wirst. Ohne Spaß. Wow. Also, zum Hintergrund. Im Ende des zweiten Teils, so vermute ich das jetzt jedenfalls, sind... Ich wollte schon sagen, ist Manni dabei? Sorry, falls du reinguckst, Manni. Passte gerade. Klicker auf dem Boden zum Laufen. Also nochmal, als Hintergrund, Guybrush und LeChuck sind in Big Whoop, ein riesiger Jahrmarkt, und sind dort Kinder geworden. Und LeChuck sieht man, wie er hinter Guybrush hergeht und er das nicht merkt, dass er hypnotisiert worden ist. Und ich bin gespannt, ob es wirklich damit zu tun hat. Ja, hier, sprich mit Chucky. Das wäre dann LeChuck, okay. Was sollen wir als nächstes tun? Wir müssen uns Scurvy Dogs besorgen. Ich kann nicht glauben, dass du noch nie einen hattest. Diskret die Scurvy Dog Hütte, indem du die Tür markierst und drückst. Oh, die Fliege hier vorne, ne? Was sollen wir als nächstes tun? Wir müssen uns Scurvy Dogs besorgen. Ich kann nicht glauben, dass du noch nie einen hattest. Sie befestigen ihn an einem Bein, damit man nicht mit ihm davonläuft. Ich sollte den mitnehmen. Ich sollte den mitnehmen. Ich bringe ihn sofort zurück, Sir. Es wäre klug, das zu tun. Ich habe noch das Bein von dem letzten Kind, das den Schlüssel nicht zurückgebracht hat. Ah, meine To-Do-Liste. Scurvy Dogs kaufen. Okay. Dort steht, bringen Sie den Schlüssel zurück, wenn Sie fertig sind. Sonst setzt's was. Ich hatte mal einen Scurvy Dog, der war größer als mein Kopf. Ihr Kinder solltet besser Geld haben. Ja. Wir haben alle möglichen Arten von Geld. Wähle deine Antwort aus den unten stehenden Optionen aus. Können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Können wir ein paar Hühnerfuß-Pommes? Ach, Emi. Können wir bitte einen Krug Grog bekommen? Können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Klar, wenn du mir ein Goldstück gibst. Das ist Geld, das Erwachsene benutzen. Ich weiß, was ein Goldstück ist. Gut für dich. Du kannst ein paar Dogs haben, wenn du mir eins gibst. Oh, guck dir mal die ganzen Fliegen über dem Fleisch an. Bitte? Können Sie nicht etwas für ein paar hungrige Kinder erübrigen? Hör zu, du kleiner Schnorrer. Ich sag dir mal was. Ich mag Kinder nicht. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann, der versucht, seinen Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen. Ich kann es nicht gebrauchen, dass 50 Kinder pro Tag zu mir kommen und meine Zeit damit verschwenden, mich zu überreden, ihnen kostenloses Essen zu geben. Dann eben nicht. Hey, ich weiß. Lass uns in dem Plumpsklo gegenüber nach Kleingeld suchen. Den Leuten fallen Münzen aus den Taschen, wenn sie sich dorthin setzen. Ekelhaft. Wie viel kosten diese Hühnerfußpommes? Hühnerfußpommes kosten 2 Goldstücke. Diese Gläser sind dicker als die Fettschicht auf dem Boden. Die Worte sehen nicht wie Worte aus, aber da ist ein Bild von einem Scurvy Dog. Was sollen wir als nächstes tun? Lass uns im Plumpsklo nach Kleingeld suchen. Vielleicht finden wir genug, um Scurvy Dogs zu kaufen. Es ist abgeschlossen. Gut, dass ich den Schlüssel in der Tasche habe.
Gut, du hast sie aufgeschlossen. Oh, guck dir den Käse an, wie eklig das aussieht. Oh. An manchen Orten... Oh, was ist das für ein Zeug? Es riecht genauso wie die Toilette. Nicht wirklich jetzt, oder? Hier, das hier auch. Lucky, warum schaust du nicht in die Toilette? Auf keinen Fall! Mach du doch! Okay. Ugh. Eklig. Eklig. Ich hatte einmal 4 Tage... Es ist kein Goldstück, sondern ein rundes Metallstück, das ungefähr die gleiche Größe und Form wie ein Goldstück hat. Das nennt man einen falschen 50er. Das ist wie eine falsche Münze. Ich dachte zuerst, es sei ein Goldstück. Sieht genauso aus wie ein Goldstück. Eine falsche Münze ist fast so gut wie eine echte Münze. Ich bin mir nicht sicher, wie wir ohne Goldstücke Scurvy Dogs bekommen können. Wir haben vielleicht alles, was wir brauchen. Ich glaube nicht, dass der Typ gut sieht. Wusstest du, dass du einen Scurvy Dog warm halten kannst, indem du ihn in deine Achselhöhle steckst? Okay, ich dachte, man muss den hier vielleicht irgendwie... Ich versuche schon, komisch zu denken, ne? Aufwachen, Mr. Pirat! Hallo? Boo! Ha! Er ist völlig weggetreten! Klingt echt. Hey, Chucky, mach dich bereit zu rennen. Ich schätze, sie mögen keine Besucher. Lass uns nach nebenan gehen und uns Scurvy Dogs besorgen. In Frankreich nennt man einen Scurvy Dog einen. Nee, ne? Wie geil. Guckt euch mal die Ratte an. Boah. Ich muss aufpassen, dass ich nicht raustappe, weil das Spiel im Fenstermodus ist. Lass uns nicht wieder da reingehen, sonst werden wir nur angeschrien. Ja, besorgen wir uns stattdessen lieber ein paar Scurvy Dogs. Ich hab Hunger. Das wäre toll zum Äpfeltauchen. Exponat entfernt. Oh. Hey, Chucky, stell dich mal kurz hier rüber. Nee. Ich will Scurvy Dogs. Ich kann auf meinem Kopf stehen, ohne meine Hände zu benutzen. Diese Gläser sind dicker als die Fettschicht auf dem Boden. Ich sehe nicht sehr gut, aber ich kann gut hören. Was denn jetzt? Können wir bitte einen Krug Grog bekommen? Grog ist was für Erwachsene. Haut ab! Also zur Erklärung, der beinahe Grog hat im ersten Teil dazu geführt, dass man eine Prüfung... Ich habe einmal 2 Scurvy Dogs auf einmal gegessen. ...lösen konnte, wobei die Piraten Grog getrunken haben, aber der Grog dazu führte, dass die Gitterstäbe und alles und die Krüge auch geschmolzen sind. So. Was denn jetzt? Können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Klar, wenn du mir ein Goldstück gibst. Was können wir damit bekommen? Schmeckt wie ein Goldstück. Genug für ein paar Scurvy Dogs, wenn du willst. Perfekt! Nimm sie, Junge. Und was nimmst du? Was? Nur ein Scherz. Hier ist einer. Ich esse sie ab sofort zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Immer. Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Was willst du machen?
Da ist meine Freundin Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky. Was habt ihr Idioten vor? Wir sind gerade erst angekommen. Ich mache eine Liste mit Dingen, die zu tun sind. Gib mir das. Ich bin eine Expertin in Sachen Planung. So, perfekt. Wir sehen uns im Park, Pickelgesichter. Pickelgesichter? Scurvy-Dogs kaufen, eine Münze finden, herumalbern und erkunden, den Anker ansehen, Chucky in einem Rennen schlagen, die Ente füttern. Entchen, du bist auch dabei. Super, falls du reingucken solltest, sei gegrüßt. Etwas Hose zu einem Scurvy-Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein vierblättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen und vor allen Dingen unsere echten Eltern finden. Das war auch so eine Geschichte. Am Ende des zweiten Teils hat LeChuck verkündet, dass Guybrush sein Bruder ist. Und das hat ihn total erschüttert. Wie gesagt, ich hole den zweiten Teil auch noch nach. Jetzt aber erstmal Monkey Island 3. Okay, Tee für... Hey Chucky, Lust auf ein Rennen? Abgemacht! Ich bin die Schiedsrichterin. 3, 2, 1, los! Chucky gewinnt! Wie bitte? Woohoo! Ja! Verflixt! Warum ist meiner nicht über die Mittellinie gelaufen? Lust auf ein weiteres Rennen? Abgemacht! Ich bin die Schiedsrichterin. 3, 2, 1, los! Hey, Schummler! Ihr müsst warten, bis ich lossage. Schade, man kann wirklich mogeln. Ich habe einen zusätzlichen... Lust auf ein weiteres Rennen? Abgemacht! Ich bin die Schiedsrichterin. 3, 2, 1... Hey, Schummler! Ihr müsst warten, bis ich lossage. Oh, Menno, ich will den unbedingt schlagen. Ich frag mich, wohin dieser Weg führt. Lust auf ein weiteres Rennen? Abgemacht! Ich bin die Schiedsrichterin. 3, 2, 1, los! Ich hab gewonnen! Ja! Geil, er ist vor die Dings gelaufen. So, Chuck in einem Rennen schlagen. Ich wette, ich kenne Chucky schon länger als du. Keine Chance. Wir kennen uns schon ewig. Das ist ein cooler Anker. Das zeigt nur, wie wenig du über Anker weißt. Dieser hier ist kein besonders gutes Exemplar. Das wüsstest du, wenn du so viel über Anker gelesen hättest wie ich. Wusstest du, dass Anker ursprünglich nicht dazu gedacht waren, Schiffe an ihrem Platz zu halten? Sie wurden im Kampf eingesetzt, aus Kanonen abgefeuert und dienten als Enterhaken, wenn man versuchte, ein anderes Schiff... Sie begannen, sie immer größer zu machen, weil sie so mehr Schaden anrichten. Dann haben die Leute gemerkt, was passiert, wenn man das andere Schiff verfehlt und stattdessen... Das derzeitige bogenförmige Design ist tatsächlich wenig das ältere Design. Die alten Exemplare gibt es manchmal noch. Aber Sam bei einem modernen, damit soll die kleinen Flansche an die meisten Ankers vor etwa 30 und alle möglichen Leute in... Aber die einzige Möglichkeit, sie... Das Wort Anker kommt vom Sanskrit, sie heißen... Ja, ich bin so etwas wie eine Expertin für Anker. Ich lese... Okay, das war jetzt, um das zu überspringen. Wenn du etwas verpasst hast, kannst du drücken, um die vorherigen Zeilen zu sehen. Wo ist das denn? Ah, okay, hier kann man jetzt alles sich nachträglich an. Holzankerfirmen, okay. Zweimal im Jahr neu gießen, weil sie rosten, okay. Wusstest du, dass deine Füße nicht riechen, wenn du sie nicht wäschst? Zu Hause habe ich einen ganzen Schuhkarton voll mit alten Scurvy-Dog-Stäbchen.
Entschuldigen Sie. Ja? Oh, können wir Brot haben? Könnten wir etwas von Ihrem Brot haben, um die Ente zu füttern? Ich glaube nicht. Wir haben es für uns selbst mitgebracht. Entschuldigen Sie. Ja? Würden Sie noch mal so tun, als wären Sie unsere Eltern? Was meinst du mit noch mal? Geht und sucht eure richtigen Eltern. Hey, Hände weg! In Frankreich nennt man einen Scurvy Dog einen Chien Scorbut. Ich will die Ente füttern. Nicht die Ente füttern. Was ist dieser rote Fleck auf dem Boden? Das ist Ketchup. Er soll sehr gut zu Scurvy Dogs schmecken. Ernsthaft? In Frankreich, du berührst nicht den Boden mit deinem Scurvy Dog. Nein, natürlich nicht. Ekelhaft. Du solltest das auf deinen Scurvy Dog schmieren. Also, bis jetzt echt cool. Und ich denke mal, damit endet die erste Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und schaut wieder rein, wenn es heißt Return to Monkey Island.